Programm. Und jetzt begrüßen wir unseren Dr. Nottmeier, unseren großen Chef, und hören mal, was er uns zu sagen hat. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank erstmal für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und Ihnen ganz herzliche Geburtstagsgrüße übermitteln kann zu 35 Jahre Haus Britz. Geburtstagsgrüße vom Evangelischen Kirchenkreis und auch Geburtstagsgrüße von unserem Diakoniewerk Simeon. 35 Jahre Haus Britz, 35 Jahre eine ganz wichtige diakonische Einrichtung hier in unserem Bezirk Köln und Neukölln und hier in unserem Kirchenkreis Neukölln. Eine Einrichtung, die vielen Menschen ein gutes Zuhause gibt. Eine Einrichtung, die für viele Menschen offen ist. Eine Einrichtung, die hineinwirken will, auch in unseren Bezirk, in den Sozialraum, in dem wir leben. Eine Einrichtung mit einem auch sehr emsigen Einrichtungsleiter, dem wir mit zu verdanken haben, dass heute so viele Menschen auch hier sind und mit uns feiern. Ich möchte ganz besonders die Menschen auch aus der Tier- und Wärmestube hier auch begrüßen. Das ist ja auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Jetzt dürfen Sie auch mal hier raus. Ich tue das auch deshalb, weil damit etwas vom Geist dieses Hauses deutlich wird. Es geht darum, hier gut zu wohnen, hier gut auch zu sein. Aber es geht auch darum, die Welt um sich herum, den Bezirk um sich herum nicht zu vergessen und sozial aktiv zu sein. Deshalb gehört die Arbeit der Tier- und Wärmestuben hier in unserem Kirchenkreis, in unserem Stadtbezirk zu einer der ganz wichtigen Aufgaben auch dieses Hauses Britz, dem Sie sich verschrieben haben. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank. Was bringt man einem 35-jährigen Geburtstagskind mit? Das ist ja so ein bisschen schwieriges Alter, 30, 40, manche feiern das nicht so gerne. Ich habe gedacht, ich bringe Ihnen mit, dass ich so ein bisschen an die Grundlagen erinnere. Keine lange Rede, Sie haben gerade gesagt, 45 Minuten, das schaffe ich nicht, tut mir leid. Aber ich kann vielleicht ein bisschen daran erinnern, dass wir hier in einer diakonischen Einrichtung sind, einer evangelischen Einrichtung, und für die sind zwei Sachen für mich besonders wichtig. Und das ist die Erinnerung. Das eine, was in einer evangelischen Einrichtung wichtig ist, dass es eine Einrichtung ist, in der es um die Würde und den Wert von Menschen geht. Ein Theologe des 19. Jahrhunderts hat das mal so besprochen, hat gesagt, im Christentum geht es eigentlich um die Anerkennung des unendlichen Wertes der Menschenseele. Ich finde, das ist auch etwas, auf das wir uns als Christinnen und Christen oder auch als Nichtchristen einigen können, dass der Wert, die Würde eines Menschen, etwas, wie unsere Verfassung das ja auch sagt, etwas Unantastbares ist. Das wollen wir hier leben und deutlich werden lassen. Wir wollen das aber als evangelische Christinnen und Christen nicht für uns leben, sondern wir wollen es hinaustragen in diese Welt. Theologisch spricht man immer davon, dass die Menschenwürde sich religiös auch davon herleitet, dass wir als Menschen Geschöpfe Ebenbilder Gottes sind. Das finde ich einen tollen Gedanken. Der hat aber einen Folgegedanken, der ist mindestens genauso wichtig. Wenn jeder Mensch ein Geschöpf, ein Ebenbild Gottes ist, dann sind das alle Menschen. Manchmal auch, muss ich mir auch manchmal sagen, die, die ich nicht mag, das ist ja manchmal für uns, bei denen, die man gerne hat, macht es Spaß, die als Ebenbild Gottes zu erkennen. Bei denen, wo es schwierig ist, die man persönlich vielleicht nicht so mag, ist es ein bisschen schwieriger. Aber jeder Mensch ist ein Bild Gottes. Jedem Mensch kommt die Würde eines Gotteskindes zu. Und das ist unsere Aufgabe als Christin, aber auch als Bürger dieses Landes, dieser Stadt, auch andere Menschen in ihrer Würde anzuerkennen, zu verteidigen, mit diesen Menschen gemeinsam auf dem Weg zu sein. Ich glaube, es ist gut daran, auch in unseren Zeiten, in denen das nicht so selbstverständlich mehr ist, auch in unserer Gesellschaft, daran immer zu erinnern. Das Geburtstagsgeschenk. Das Geburtstagsgeschenk ist ein Lied. Ein Lied, das ich jetzt aber nicht singe, sondern ein Lied, das unsere christlich-jüdische Tradition uns mitgegeben hat. Ein Lied aus der Bibel, Psalm 23, von dem wir nicht wissen, wie er gesungen wurde, deshalb versuche ich das jetzt auch nicht. Der hat ein paar schöne Bilder, das ist dieser berühmte Psalm von der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Drei Sachen aus diesem Lied möchte ich in Erinnerung rufen. Der Herr, Gott ist mein Hirte, die Zuversicht unseres Glaubens, dass wir nicht alleine sind, sondern dass da ein Gott ist, der uns begleitet, der uns eine Würde, einen Wert gibt, den wir auch verteidigen sollen. Da gibt es eine merkwürdige Zeile in diesem Psalm, der geht ja so, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und dann kommt ein merkwürdiger Satz. Er salbet mein Haupt mit Öl. Das ist ganz merkwürdig. Warum soll mein Haupt mit Öl gesalbt werden? Das ist natürlich schön und riecht gut. Man muss dazu wissen, dass im alten Israel es nur eine Art von Menschen gegeben hat, die gesalbt wurden. Nämlich die Könige, so wie man es im Mittelalter auch gemacht hat. Wenn der Psalmdichter davon redet, dass mein Haupt, unser Haupt mit Öl gesalbt wird, heißt es, vor Gott sind wir gleichsam alle Könige, gleich viel wert, egal ob reich oder arm, ob mächtig oder machtlos. Und das Letzte, womit dieser Psalm endet, ist folgendes Wort. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das gebe ich Ihnen als Wunsch mit. Nun ist es hier vielleicht nicht das Haus des Herrn, das Haus Britz, aber es soll ein Ort sein, wo Menschen sich begegnet, in dem man gerne ist. Und ich schließe aus Ihrer reichen Anwesenheit hier, dass Sie auch gerne an diesem Ort sind, dass Sie gerne hier wohnen, gerne hier leben, gerne von hier aus hinausgehen und gerne auch an diesem Ort mit uns heute feiern. Deshalb herzlichen Glückwunsch zu 35 Jahre Haus Britz. Alles Gute, Gottes Segen.